HTML5 versus Flash. Ich weiß, dass dieses Thema bereits totgetreten wurde im Internet. Allein hier bei YouTube sind zig Videos zu dem Thema. Aber ich habe versucht, mal so einen Gesamtüberblick über diese ganze Geschichte zu bringen und vielleicht den einen oder anderen, der dieses Thema noch nicht kennt, seltsamerweise, mal in diese Debatte einzuführen. Wenn ihr meine anderen Videos bereits gesehen habt, dann wisst ihr, dass HTML5 jetzt Dinge kann, die bisher nur Flash konnte. Und aus dem Grund gibt es halt diese Debatte HTML5 versus Flash. Viele meinen, dass HTML5 jetzt Flash ablösen wird. Andere hingegen meinen, nein, Flash wird weiter bestehen. Im Grunde ist das die große Debatte. Zuerst muss man vielleicht verstehen, warum wurde überhaupt Flash ursprünglich eingeführt und warum ist das so verbreitet im Internet? Um diese Frage zu klären, finde ich, ist das Beste, dass man sich einfach mal Webseiten aus den 90er Jahren ansieht. Hier habe ich mal die Webseite von Coca-Cola von 1998. Das ist aus der Wayback-Maschine, deswegen sind da nicht die Bilder. Das hier ist eBay 1997. Hier haben wir McDonald's 1996 und auch 1996 Sony. All diese Seiten haben einiges gemeinsam. Zuerst mal sind sie sehr hässlich. Sie haben einen sehr technischen Look und sind eher dokumentartig und nicht multimedial. Deswegen sehen sie auch und fühlen sich auch eher benutzerunfreundlich an und sind in ihren Möglichkeiten beschränkt, sowohl gestalterisch als auch in den Möglichkeiten der Interaktion mit dem Nutzer. Und dann kommt Flash. Hier habe ich mal eine Seite von Super RTL, togo.de. Hier ein Spiel sogar von miniclip.com. Die haben, das ist eine Seite mit Spielen und die basieren halt alle auf Flash. Und hier habe ich aviary.com. Das ist so eine Art webbasiertes Photoshop und das ist halt auch in Flash gemacht. Und ihr seht, das sieht aus wie ein Programm, es fühlt sich an wie ein Programm. Und man kann ziemlich viel damit machen. Das heißt, diese drei Beispiele allein zeigen im Grunde, warum Flash so viel Verbreitung fand. Multimediale Inhalte wurden ermöglicht, interaktive Inhalte, Spiele wurden ermöglicht, es erweiterte die gestalterische Freiheit und schuf bessere Ergebnisse. Also wenn man zum Beispiel Flash-Animationen mit GIF-Animationen vergleicht, dann ist Flash auf jeden Fall der klare Sieger. Und es war ein Motor für Innovationen im Web. Das heißt, Flash schuf Möglichkeiten in jeglicher Hinsicht und deswegen kann man sich ruhig die Frage stellen, warum sollte man dann HTML5 nutzen, wenn Flash doch so toll ist? Der wichtigste Grund, warum man HTML5 nutzen sollte, ist im Grunde ein ideologischer, nämlich für ein plug-in-freies Internet, das auf offenen Webstandards basiert. Flash ist ein Plugin, es ist im Besitz von Adobe, es ist kein offener Webstandard, sondern von vorn bis hinten proprietär und das ist eigentlich nicht gut fürs Internet. Wem das noch nicht reicht, für den habe ich hier noch weitere Gründe. Zuerst, Flash ist voller Fehler und einer der Hauptgründe für Systemabstürze. Ich bekomme mindestens fünfmal täglich die Nachricht, dass mein Flash-Player abgestürzt ist und ich deswegen die Seite neu laden muss. Ich kenne viele Leute, die unglaublich genervt sind von Flash, aber verlasst euch nicht auf das Gerede. Ich habe hier ein Zitat. Let's be clear. It's fine to say that Flash is flawed, also voller Fehler. It is. You know who'd agree? The Flash-Team. Und das sagt jemand, der es wissen muss, nämlich John Nack, der bei Adobe arbeitet. Der nächste Grund ist, wenn man Flash-Inhalte erstellen möchte, braucht man Software. Wenn man wirklich das Programm Flash von Adobe kauft, kostet das sehr viel Geld. Wenn man HTML5-Inhalte erstellen möchte, braucht man nichts weiter als einen Texteditor. Das heißt, die Erstellung multimedialer Inhalte, die ja jetzt in HTML5 möglich sind, ist nicht mehr von spezieller Software abhängig. Das heißt, jeder kann jetzt multimediale Inhalte erstellen. Man braucht kein Geld dafür, es ist vollkommen kostenlos. Und während Flash ein Plugin ist, das halt sich so in den Browser setzt, wird HTML5 wirklich von der Browser Render Engine ausgeführt und ist somit nativ implementiert. Die Videos sind meist Hardware beschleunigt und dadurch Ressourcen schon. Dazu habe ich hier, also YouTube hat ja jetzt so einen HTML5-Player. Ich finde den noch nicht optimal. Zum Beispiel die YouTube Annotations sind momentan nur im Flash-Player möglich. Das heißt, wenn ihr dieses Video momentan im HTML5-Player seht,
dann seht ihr nicht die ganzen Annotationen, die ich den Videos zugefügt habe. Aber es ist schon mal ein toller Anfang und ich habe diesen HTML5-Player von YouTube mal genutzt, um einen Vergleich zu machen zwischen dem Flash-Player von YouTube und diesem neuen HTML5-Player und habe mal hier die CPU-Auslastung gezeigt. Bei Flash seht ihr ganz klar, wo das Video läuft. Da ist nämlich die CPU-Auslastung maximal, also total hoch ausgeschlagen. Und bei HTML5 sieht man gar nichts. Auf der Flash-Seite ist auch der Webkit-Plugin-Host, also dort, wo Flash drin läuft, als obersten Prozess angezeigt. Das heißt, das ist der Prozess oder das Programm, das am meisten CPU verbraucht momentan, wohingegen auf der HTML5-Seite der Browser selbst halt ganz oben steht und nur mit weniger als einem Drittel der CPU-Auslastung, die halt der WebKit-Plugin-Host, also Flash, gerade anzeigt. Also 48 gegen 15. Aber auch wer seine Seite für Suchmaschinen optimieren möchte, sollte lieber auf HTML5 setzen statt Flash. Wenn Google auf diese wunderschön bunte Seite vorbeikommt, dann sieht Google das hier. Denn Flash-Inhalte sind für Suchmaschinen nicht indizierbar. Das heißt, wer möchte, dass der Inhalt seiner Webseite wirklich indiziert wird und Google die Webseite möglichst hoch in den eigenen Suchergebnissen anzeigt, dann sollte man halt wirklich nicht Flash nutzen, sondern HTML5. Und wo Suchmaschinenoptimierung ist, ist Barrierefreiheit eigentlich nicht weit. Hier habe ich auch mal wieder Zitate. Ein tendenziell rein visuell orientiertes Flash-Design ist für nicht oder nur schlecht sehende Surfer nicht benutzbar. Das kommt von der Seite barrierefreieswebdesign.de. Die scheint schon ein bisschen älter zu sein, deswegen habe ich hier ein Zitat aus dem Artikel Wie sieht man als Blinder das Internet? Interview mit vier sehbehinderten Internet-Experten aus dem Knetfelder Magazin. Ein sehr interessanter Artikel, auch für Menschen, die sich bisher noch nicht mit barrierefreiem Webdesign beschäftigt haben. Ist auf jeden Fall lesenswert. Und da sagt halt eine, dass ein Screenreader jetzt Flash tatsächlich sogar unterstützt. Aber hätte man von Anfang an nur auf HTML gesetzt, beziehungsweise würde man jetzt auf HTML5 setzen statt Flash, dann wäre das überhaupt keine Frage, sondern dann könnte jeder Screenreader das auf jeden Fall machen. Und darüber hinaus kann HTML5 sogar Dinge, die Flash nicht kann, wie zum Beispiel Geolocation, die halt eingeführt wurden, weil damit ja Web-Apps gefördert werden sollen. Das heißt, in solchen Fällen ist das gar keine Frage, was man verwendet, sondern da kann man nur HTML5 verwenden. Aber im Grunde der eigentlich wichtigste oder beste Grund, warum man HTML5 verwenden sollte, Adobe selbst unterstützt HTML5. Es gab viel Gerede, dass Adobe HTML5 sabotieren würde und das Videoelement nicht zulassen würde. Das ist alles Quatsch. Hier habe ich mal ein Zitat vom Adobe Representative, also einem absolut Adobe offiziellem, und der sagt: No part of HTML5 is or was ever blocked in the W3C HTML Working Group. Not HTML5, not Canvas 2D Graphics, not Microdata. Das ist im Übrigen rausgeworfen worden und ist nicht mehr Teil von HTML5. Not video, not by me, not by Adobe. Neither Adobe nor I oppose, are fighting, are trying to stop, slow down, hinder, oppose or harm HTML5, Canvas 2D Graphics, Microdata, Video in HTML or any of the other significant features in HTML5. Das heißt, da habt ihr es ausdrücklich. Adobe sabotiert nicht HTML5. Adobe ist ein Unternehmen, das Authoring-Tools herstellt, also Werkzeuge, Software, die es Entwicklern, Gestaltern, Autoren erleichtern, vereinfachen, ihrer Arbeit nachzugehen. Adobe hat nie vor, irgendwie eines seiner Produkte ganz zu oberst zu stellen und deswegen anderes zu verhindern. Wenn Leute HTML5 machen wollen, dann sagt Adobe nicht, nee, macht Flash, sondern dann sagt Adobe, okay, dann habt ihr hier Software, mit der ihr die HTML5-Inhalte einfacher machen könnt. Und genau das ist nämlich geschehen. Hier ist eine Preview des neuen Flash-Programms, Flash CS5, und schaut es euch einfach mal an.
want to play this animation here. So it comes in Flash Player, so you want to copy paste, you select all.